Flügel, die Flügel! Die Flügel, klapp sie ein! Du musst die Flügel einklappen, Mensch! Sehr lustig, du bist im Weg, ich komme nicht an die Knöpfe ran! Ach so! Oh, hallo, wo fährst du denn hin? Hör auf! Hör auf, rumzuzappeln, ich such die Knöpfe! Du musst gut reden, das kitzelt! Reiß dich zusammen! Hey Mann, das sagst du so leicht! Meine Schwester hat ein paar nette Jungs mitgebracht, damit wir hier im Wald unterhaltungstechnisch auch auf unsere Kosten kommen. Sonoko bleibt Sonoko. Die denkt immer nur an das eine. Das schlägt ihr fast den Boden aus. Das wird ihr noch leid tun. Falsche Schlange. Macht hier auf treu und geht in 0, nichts fremd. Wo sie recht hat, hat sie recht. Das schreit nach Rache. Ich schnapp mir diesen Shinichi. Wohl kaum. Jetzt wird's brenzlig. Ach, übrigens. Kinderkacke. Huh? So einen Mörder stelle ich mit links. Da brauche ich nicht mal groß nachzudenken. Dein Vater und dieser mickrige Shinichi gehören endgültig der Vergangenheit an. Der Stern von Sonoko Suzuki strahlt ab sofort über Japan. Manometer. Sonoko eine Fallaufklärung übernehmen zu lassen, ist fragwürdig. So viel steht fest. Wo ist das Klo? Ich muss mal aufs Klo. Was war denn das jetzt? Wenn ich nicht anrufe, dann macht sie sich Sorgen. Und nun melde ich mich mal und dann ist alles andere wichtiger. Außerdem hat sie die paar Minuten nur rumgemeckert. Meine Güte, verstehe einer die Frauen. Ich jedenfalls komme da nicht mit. Komm, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir noch zu spät. Na los doch! Hey, warte, lass mich nicht allein! Ran! Das war nur ein Scherz. War nicht so gemeint, schon gut. Du könntest dich ruhig mal ein bisschen zusammenreißen. Oder bist du etwa noch nicht richtig wach, hm? Yoko Okino, der Traum meiner schlaflosen Nächte. Manometer, ist der infantil. In seinem Alter sollte man solche Faxen hinter sich haben. Hey, Kudo. Kaum wieder im Lande und schon taucht er als Paar auf. Du Idiot, das ist doch gar nicht wahr. Ist ja auch egal, du kennst unsere neue Englischlehrerin noch nicht. Ein Wahnsinn. So eine Figur, kann ich dir sagen. Tatsächlich. Ach, blöd, Mann. Heute Abend um 8 Uhr Horus Pika Center. Panorama. Hä? Hä? Macht ihr das immer so? Schämt euch einfach, die Gespräche fremder Leute zu belauschen. Meine Güte, was für eine glückliche Familie. Wie geschickt du immer die Mordfälle aufklärst, wollte ich dir ein bisschen zugucken. Sag das doch gleich. Hopp runter. Wenn du mir über die Schulter schaust, kannst du in der Tat was lernen. Keine eingeschlagene Fensterscheibe. Soweit alles in Ordnung. Manchmal ist der Kleine ganz putzig. Meine Güte. Ja. Hey, einen Moment mal. Das heißt ja... Mir sind die gleichen Worte in den Sinn gekommen wie dem Suffkopf. Das ist doch nicht zu fassen. Was ab hier? Ja, dann sind sie nicht nur Sandkastenfreunde, sondern auch Klokumpel. Hey, hört mal, ihr zwei. Hättet ihr was dagegen, wenn ich schon mal abhaue und zu Onkel Kogoro auf den Parkplatz gehe? Was meint ihr? Schon wieder in so ein Mädchen-Blabla geraten, das nicht für meine Ohren bestimmt war. Aber echt mal. Das verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung. Das kostet dich den Führerschein. Der Alte ist mal wieder total peinlich. Wo soll denn dieser Trottel runterfallen? Der kraucht doch nur am Boden rum. Er ist nicht da, der rote Faden. Verstehe. Als Conan habe ich wohl keine Chance. Oh, Milchzähne und der maskierte Jiver. Die Aufregungen im Leben eines Grundschülers steigern sich von Tag zu Ihr Mörder ist gefasst, du bist ausgeschlafen, die Sendung ist zu Ende. Und mir fällt jetzt plötzlich ganz was Wichtiges ein. Tschüss, Onkelchen. Glück gehabt, total abgehoben, der Alte. Es tut dir ganz gut, dich mal ordentlich zu blamieren. Ach, je, mein dämlicher Geburtstag. Was soll ich denn bloß machen? Wie komme ich aus der Nummer bloß wieder raus? Manchmal ist sie richtig süß, meine kleine Ran. Die hat sich ja wirklich schick aufgebrezelt für das Date mit mir. Moment mal, das geht doch gar nicht. Shinichi Kodo, das bin doch ich. Aber mit wem hat sie denn jetzt die Verabredung? Sie hat mich glatt angelogen. Na und, wenn schon. Ich bin doch nicht eifersüchtig wegen dieser dummen Ziege. Sag, wer ist es? Nö, bin ich nicht. Ich kann Onkel Kogoro Schnarchen nicht mehr ertragen. Du hast keine Chance. Du kannst dir so viel Mühe geben, wie du willst, meine Liebe. Ich bleib hier sitzen und beobachte alle Gäste. Ich krieg schon raus, wer der Typ ist. Wie ich immer zu sagen pflege, es gibt nur eine Wahrheit und ich finde sie.